Hallöchen Leute, willkommen zurück bei Dins Curse, genau da, wo wir aufgehört haben. Übrigens stelle ich gerade fest, unsere Waffe leuchtet jetzt so cool, dadurch, dass sie magisch ist. Bonus-Dummy, na, was eher interessant ist, ein bisschen Lightning-Damage. Aber es macht vor allem mehr Schaden als die Waffe davor und ist schneller, deswegen habe ich mir die gut. Ich wollte nochmal kurz zu irgendeinem Schmied mal schauen, wie das mit Reparieren aussieht. Ob ich dafür genug habe? Ja, einmal alles reparieren, damit mir da nichts einfach kaputt geht. Ist zum Glück nicht so teuer. Dann gehen wir wieder runter. Wir haben ja noch zwei Quests. Hätte ich hier noch mehr bekommen irgendwo gerade? Nö, sieht eher nicht so aus. Ja, dann gehen wir wohl wieder runter. Da unten müssen wir noch irgendwo hin. Wenn wir Pech haben, sind mittlerweile alle Monster wieder da, aber ich weiß ja, wo ich hin will. Gleich zu Level 3. Aber vorher können wir hier mal eine Tür kaputt hauen, ja. Wenn die sich so anbietet, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Loot dahinter. Der sich auch lohnt. Short Stuff lohnt sich und Fresh Food ist an sich auch nicht verkehrt. Aber ist das einzige an Heilung, was wir gerade haben. Aha, ist Geld wert, lohnt sich. Denn wir werden eh noch mehr verkaufen müssen. Ja, da hier liegt das Zeug noch rum, was ich da vorhin schon mal hatte. Aber ich möchte jetzt gerne. Ne, dich brauche ich gar nicht. Ich möchte jetzt gerne direkt zum Aufgang Level 3, genau. Exploding Barrel. Exploding Barrel klingt nicht gut. Wir gehen erstmal hier lang. Oh, und da ist auch schon Level 4. Windshield haben wir tendenziell. Ich weiß aber nicht, ob das besser ist als unseres. Ja, ist es sogar. Dann legen wir es einfach mal an. Und kurz werde ich mich hier wohl umgucken. Ich schau, was der Blast-Trigger macht. Ach, der macht ja alles Mögliche kaputt. Und wir können hier ein paar Monster zu unserer Übersicht mit hinzufügen. Aber ich denke, ich gehe jetzt weiter, direkt weiter ins höhere Level. Denn prinzipiell, je schneller ich bin, umso besser werde ich dir vorankommen. Und umso schneller kann ich auch leveln. Allein schon das Betreten des Raumes gibt mir einen Bonus. Bonus an Erfahrung. Hier kriegt man so leichte Abzüge, auch immer so Surprise Penalty, wenn man laut ist. Mana Stone brauchen wir nicht. Der ist. Überraschenderweise gibt der Mana dazu. Oh, das werden wir wohl mal einmal durchlaufen, weil das ist eine Falle. Bevor die sich hinterrecht, löse ich die lieber jetzt schon mal aus. Das ist ein schießender Turm. Das ist ganz schön hässlich. Dafür haben wir unseren Skill. Und am Healstone können wir uns auch gleich wieder gesund machen. Ah, ich habe die Karte ausgemacht. Ich frage mich schon, warum ich so noch weniger sehe als auch so schon. Ah, das war ein Champion. Da hätte ich meinen Skill gegen einsetzen können. Dafür kann man ja teilweise auf rechts das Ding mit hoch und runter. Kann ich da übrigens durchwechseln, was an sich auch nicht verkehrt ist. Und hier verbraucht natürlich Mana, wobei wir das dann ja für kritische Treffer wieder zurückbekommen. Erstmal muss ich die umhauen. Wasser noch aus. Ah, toll. Fast mit einer Falle drin. Wir haben noch einen Gürtel. Gut, ist jetzt nicht besonders toll, aber ist cursed. Na toll, kann der direkt liegen bleiben. Kriege ich nämlich kein Geld für. So reicht auch, er will schon verfluchte Sachen immer kaufen. Und irgendwann habe ich schon welche gefunden, die haben dann ein Kupfer gebracht. Habe sie nur deswegen mitgenommen, weil ich nicht darauf geachtet habe. A potential new weaponsmith has been found. Cool, das heißt, tendenziell wurde ein neuer Waffenschmied in die Stadt gekommen, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht müssen wir den aber auch hier im Dungeon irgendwo finden, das kann auch sein. Fire Shield, aber das war erstmal Fire Defense. Moment. Achso, das ist der Obelisk. Ich dachte gerade schon, wir würden da irgendjemanden rumlaufenden Waffenschmied anzeigen oder so. Ups. Gut, dass wir das angelegt haben. Und da ist immer noch ein Secret Stash. Hier sieht man auch teilweise die Sachen halt deutlich länger. Knife. Ziemlich gut sogar. Könnte sich lohnen. Ist zwar schneller, macht aber weniger Schaden. Und ich glaube, ich bleibe lieber bei unserem Schwert, weil ich möchte halt auf Dauer schon auf Schwertkampf gehen. Das gefällt mir doch besser. Du siehst aus, als wärst du ein Champion. Genau deswegen setzen wir gegen dich unseren schönen Splatter-Skill hier ein. Wir haben da eine Axt gefunden, wobei Axt jetzt nicht so interessant für uns ist. Aber bräuchten wir Two-Hand-Axt für, haben wir nichts von. Und eine Truhe. Dann finde ich teilweise auch schon coole Sachen. Hinter ist das ein bisschen mehr so, da guckt man ja nicht mehr so oft rein. Aber gerade am Anfang lohnt sich das doch, die Sachen einfach mal immer schon alles anzugucken, alles mitzunehmen und direkt auch mal zu gucken, was das kann. Da gibt es höher. Jetzt ist die Frage, habe ich auf dieser Ebene noch was zu tun? Nein, dann gehen wir einfach nochmal direkt noch höher. Ist natürlich ein bisschen unklug, sich die ganzen
die ganzen Transportale nicht mitzunehmen. Das ist das Wort, was ich suche. Aber der gute Giant Obelisk, was macht der denn? Oh, er macht uns gigantisch. Geil. Möbeln zu... Das muss ich ja echt machen. Sand am auf Mudclock. Aha. Wahrscheinlich muss ich dieses Ding komplett klein schlagen oder so. Ja, Quest completed. Das heißt, ich habe das Ding gerade aus Versehen schon eingesammelt, um darauf zu achten. Ich muss jetzt sagen, die Amöben gefallen mir nicht so gut. Die sind hier schon ein bisschen anstrengend. Jetzt schleichen wir uns hier erstmal durch. Für die ganzen Erfahrungspunkte, das ist ja immer das Wichtige daran. Da ist ein Typ mit einer Aura, das heißt, der könnte Bonus-Erfahrung geben. Ich kann auch gedrückt halten, dann greifen wir quasi dauerhaft hintereinander wieder an. Mit unserem Skill haben wir den Platz bekommen, weil der schon eine ganz schöne Herausforderung war. Das war ein Level-Up, sehr schön. An der Dragna. Level 4, ja. Das ist der Bogenschütze. Ich möchte jetzt erstmal... Im Inventar wird das Spiel netterweise nicht pausiert. Das ist halt netterweise, ne? So, Ruhe jetzt. Ich wollte doch herausfinden, was es damit auf sich hat. Die Schuhe können schon mal wieder da bleiben. Das möchte ich auch gerne wissen. Ja, Dirlo gibt mir mein Geld. Wool's Hash. Ist besser als das, was wir haben. Haben wir aber noch nicht das Level für. Schade, aber wir können mal... Da wollte ich hin. Und Skills. Wobei Skills ich wahrscheinlich diese Runde nicht steigern werde. Genau, ich sammle lieber erstmal, bis ich weiterkomme, weil ich habe mich... Genau, wir haben da einen Passiven, der ganz cool ist. Und da auch welche, die sich lohnen. Und die möchte ich gerne haben. Und hinter möchte ich irgendwann schon sowas hier haben. Critical Strike. Ja, wenn ich einen kritischen schaffe, macht das unheimlich viel Schaden. Das stimmt wohl. Übrigens, für diejenigen, die sich hier die Prozentsachen angucken, ist es hier in diesem Spiel so, dass immer gilt, es gibt Prozent abhängig von dem, was das der Basiswert ist. Also wenn ich die magische Magic Find Chance 100% habe, heißt das nicht, ich finde 100%ig einen magischen Gegenstand, sondern ich finde... im Endeffekt doppelt so häufig, wie ich es normal finden würde, einen magischen Gegenstand. Und ja, leider kommt ihr trotzdem noch da raus, ihr Schweine. Finde ich irgendwie ätzend, dass die dann irgendwie rauskommen können. Ich mach die Fässer noch mit. Dass man zum Zuschlagen gedrückt halten muss, ist immer wieder teilweise echt gewöhnungsbedürftig. Ich habe zuletzt The Witcher gespielt, da muss man ja nur im passenden Moment zuschlagen, was Rollenspiel angeht. Das ist dann doch schon ein bisschen was anderes. Lifestone, was macht das denn? Hier sind überall interessante Türen gewesen. Welche fangen wir an? Ich glaube, wir fangen mit der hier an. Die macht nämlich schon jemand von innen kaputt, der zu uns will. Und da ist wieder eine Amöbe, na schön. Aber der Skill, den wir haben, der ist hier doch schon praktisch. Wenn man ein paar stärkere Leute trifft, hinter gibt es auch Gegner, dann braucht man den dann quasi dauernd, um durch gewisse Gegner durchzukommen. Wir haben gleich zwei Sachen gefunden, von denen ich nichts mitbekommen habe. Den habe ich mitbekommen, aber das andere nicht. Und den können wir auch anziehen. Das ist schon mal, besser. Das Schild ist auch noch mal besser. Übrigens sieht man hier auch am Charakter, was der jeweilige Charakter anhat. Das sieht man bei den Rüstungen sehr schön sehen. Denn da fällt doch schon auf, wenn man eine andere Rüstung anhat. Ja, und jetzt sind da interessante Dinge und ich habe keinen Platz mehr. Was ist denn hier nicht so viel wert? Dich kann man mal da lassen. Der Hammer ist viel wert. Das ist schön. Und du bist quasi wertlos. Dann nehmen wir noch den Bogen mit. Was hatte ich noch eingepackt? Das sind Cursed. Naja, die können direkt hier bleiben. Der Crystal Flow. Ah, Crystal ist ganz interessant. Das kann ich mir erklären. Es gibt hier ja Kristall und Obsidian als Material. Das ist wesentlich stärker, wesentlich durchhaltsfähiger. Dafür kann es nicht repariert werden. Das ist so quasi wie Ätherwaffen in Diablo 2, nur mit dem Punkt, dass sie hier was bringen, weil sie wesentlich stärker sind. Bei Diablo 2 war das meiste super, die Waffe kann ich ignorieren.
Aber hier sind die sogar gar nicht mehr so uncool, weil man kann sie halt nicht reparieren, aber dafür, wenn man sie dann tragen kann, sind sie halt meistens ziemlich effektiv. Hillstone, schön, nehmen wir mit. Aber eigentlich suche ich jetzt immer noch das Portal nach Hause, weil wir sind halt ziemlich voll beladen. Und ich würde halt gerne mal ein bisschen mutlos werden. Und das ohne denn direkt ins nächste Gebiet zu gehen, wo eine Quest auf mich wartet. Haste Obelisk habe ich automatisch mitgenommen. Ist jetzt nicht so verkehrt. Ich lasse die Obelisten jetzt einmal stehen, damit ich da mich vielleicht noch holen kann, wenn ich sie brauche. An der Dragoner Champion, der ist ein bisschen stärker. Jetzt ist mir natürlich das Mana ausgegangen. Moment, wir haben dann Mana Stone, was ist das Problem, ne? Dann kann ich nämlich einfach direkt wieder drauf skillen. Fire Resistance nehme ich erstmal mit. Da ist noch eine Tür. Au. Upsala. Hätte ich vielleicht eher vornehmlich sein sollen. Vor allem, weil ich jetzt Brandschaden drin habe. Moment, da war ein Healstone. Ich kann ihn sogar kaputt schlagen. Okay, will ich aber eigentlich gar nicht. Das können Monster aber auch, weil ich guck mal da in dem Bereich hier weiter. Da waren wir anfangs das Gebiet. Ich Schaman. Exploding Barrel, da muss ich auch fast. Na, da ist das Tor. Sehr schön. Dann gehen wir auch mal vorbei. Ja, wir gehen auf jeden Fall direkt zurück, denn ich muss halt einfach mal wieder hier Zeug verkaufen. Das ist nicht besser als unseres. Was ich jetzt haben möchte, sind mehrere Heiltränke. Die werde ich nämlich zwangsweise brauchen. Und ich denke, für mehr will ich jetzt auch schon wieder kein Geld mehr haben. Wir hatten aber irgendwo eine Quest, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, bei wem sie da müssen wir sie abgeben. Solve, was gibt das? Finding Reputation. Und wie leckt der Sound gerade ein bisschen was Komisches, aber wir kommen hier gut voran, was das angeht. Und können direkt wieder zurück. Da unten hin, fehlen uns da immer noch welche, aber das ist ja egal. Oh, ich weiß nicht, ob das. Ja, es war wahrscheinlich nicht so klug, das stimmt, aber egal. Ich wollte es trotzdem ausprobiert haben. Ja, Truhen kommt. Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, ob ein Truhen auch quasi den Loot verliert, wenn man sie kaputt schlagen muss. Oh, das war noch direkt noch eine Falle drin. Für unnütze Dinge. Möchte ich mich hier noch weiter umgucken? Nee, ich glaube, wir werden direkt weitergehen zu einer tieferen Ebene. Wenn ich mich hier durch die Gegner, die ich noch gefunden habe, durchgehauen habe. Ich setze im Endeffekt erstmal ein bisschen auf Geschwindigkeit, weil ich hatte das letztes Mal, dass ich einen Teil der Quests nicht fertig bekommen habe, weil ich einfach nicht schnell genug unten war. Denn das Spiel, diese Welt entwickelt sich halt einfach weiter und durch, egal was man macht. Und wenn in irgendeinem Dungeon-Teil jemand stirbt, der man für eine Quest braucht, hat man einfach Pech gehabt. Selbst wenn man noch gar nicht hätte da sein können, hat man halt einfach Pech gehabt. Und deswegen möchte ich mich diesmal ein bisschen beeilen, weil mich das letzte Mal ein bisschen geärgert hat, dass ich ein paar Quests einfach nicht lösen konnte. Aber zumindest mal grob geguckt haben will ich hier auch. The town is building an altar, das heißt tendenziell, ja, die Stadt baut einen Altar. Das heißt, ich möchte nochmal kurz durch... zurück. Das heißt, ich nehme auch mal hier den Loot noch mit. Ich muss dann mal schauen, wo da hinten war das Portal, was ich gerade suche. Denn Tornus Building in Alter heißt, dass es tendenziell eine neue Quest geben dürfte. Heilige Scheiße, was bist du denn für einer? Oh, das hat getäuscht, dass ich das. Das ist der Champion direkt vor mir. Der ist jetzt auch tot. Auch noch ein Champion, da hat jemand etwas getriggert, das war nicht so cool. So, gehen wir mal zurück. Genau, er hat dann jetzt eine Quest, erst einmal kurz hier verkaufen. Das brauche ich nicht, das brauchen wir alles nicht. Das ist ein Schwert, aber Two-Handed Sword und Two-Handed Swords kann ich nicht und will ich auch gar nicht. Ich wollte schon bei Einhändigen bleiben, das ist aber eine Verbesserung. Hat er nämlich hier eine Quest für uns, da müssen wir mal schauen, auf welchem Jahr. In Level 5 nochmal. Require a new Weaponsmith. Completed. Solve. Aha, also haben wir scheinbar den neuen Weaponsmith schon gefunden. Aha. Da ist ein neues Weaponsmith hier gekommen. Ich habe gar nicht bekommen, dass ich den befreit habe. Okay. Und in Level 9 heißt es jetzt Build in Alter. Dafür müssen wir da etwas finden. Einfach 6 Gamelina Rocks, ja. Die werden wir dann auf Ebene 9 finden.
Da ist ein neuer Weaponsmith, aber das ist jetzt nicht so wild. Wir haben auf Level 6 haben wir erstmal wieder was zu tun. Und da weiß ich ja noch auf Fresh Fruit. Das setzen wir schon mal ein, um ein bisschen zu heilen. Und dann gehen wir erstmal hier ein bisschen zügiger wieder durch. Ja, diese kleine Minikarte da oben in der Ecke bringt einem fast gar nichts, leider. So, aber auf Ebene 6. Und dann können wir hier in Ruhe looten. Mal sehen, was hier so... Aha, nicht zurückgehen. Dann wird es langsam auch ein bisschen herausfordernder. Ich bin schon gespannt, was hier so kommt. Ja, Tür ist mal wieder verschlossen. Prügeln wir uns halt wieder durch. Und ich sehe gerade, wir hatten ein Level-Up. Da sollte ich mich vielleicht mal darum kümmern. Wir können jetzt Stufe 4 Skills tendenziell schon bekommen. Ich weiß nicht, was das hier ist, was wir da haben. Increase your ability to block attacks und increase your ability to parry attacks. Ist beides nicht schlecht. Aber wir gehen erstmal natürlich auf unseren Schaden, weil Attack, Critical Hit und Deep Wound Chance sind natürlich schon mal geile Sachen. Und genau deswegen habe ich letztes Mal auch Punkte dafür gespeichert gehabt. Und du Sau bist ein Champion, deswegen hast du jetzt direkt mal voll auf die Fresse bekommen. Das ist schon wieder ein Champion. Nur, dass ich jetzt langsam keinen Mana mehr habe. Das heißt, ich muss den per Hand kaputt hauen und hoffen, dass er etwas Geiles droppt. Und noch ein Champion, ja, den haben wir aber nicht erwischt. Light Chain Tunic, die nehmen wir mal noch mit. Wobei ich glaube, dass ich die ja, fehlt mir die Stärke für. Das ist aber viel wert. Für das, was wir so haben, dann lohnt sich das ja sogar. Da ist direkt das Tor, das ist super. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann kann ich mich nämlich hier in Ruhe umgucken. Wir hatten hier auch eine Quest, nämlich Garrod the Boss killen. Das wird sicherlich super angenehm. Das wird nämlich wahrscheinlich eher ein harter Kampf werden, den Typen zu erwischen. Man sieht schon, hier werden die Kämpfe jetzt schwerer. Vor allen Dingen deswegen bin ich also schon schnell durch, um das Ganze ein bisschen die Herausforderungsgrad zu erhöhen. Weil die Standardkämpfe, wenn man sich da wirklich in aller Seelenruhe durchprügelt, was doch da ein bisschen langweilig ist. Schaut, das nehmen wir sicher jetzt aber mit. Auch wenn ich nicht erwarte, dass das mehr kann als unseres. Nee, kann es nicht. Blast Trigger. Das ging ja noch. Da ist jetzt auch nicht so viel Spannendes drin. Schauen wir mal hier oben rum. Ja, da ist wohl schon was rausgekommen, aber wir haben wieder eine Kiste. Ja, ein bisschen Geld. Es gibt hinter euren Höhlen auch sogenannte ja, so Räume mit einfach ganz viel Geld drin. Wenn man die findet, ist das in den meisten Fällen ziemlich cool. Leider habe ich hier noch keine gefunden. Das war eine Falle, die haben wir aber entschärft bekommen. Nice. Im Normalfall löse ich so etwas aus, weil das eine von den Fallen wäre, die dafür sorgt, dass da Monster spawnen. Und die nehme ich meistens mit, um die Monster dann kaputt zu hauen, bevor sie mir hinter den Rücken fallen. Aber die haben wir entschärft, dafür 500 Erfahrungspunkte bekommen, was auch ziemlich geil ist. Man sieht, was wir so bekommen. So 60, 70. Oh, was war das denn für ein Feuereinschlag? Da wollen wir doch mal hin. Oh, das sieht nachher aus. Ja, Garrod Level 4, das ist der Boss. Da können wir schon mal direkt hier vorne einen Trank trinken und uns dann auf ihn stürzen, bevor mir den jemand wegnimmt. Weil das war der Effekt unseres Special Skills. Das ist lachhaft. Da werde ich wahrscheinlich ein paar Heiltränke verbrauchen für den. Da habe ich auch keinen Mana mehr, leider. Da kann ich ja so ganz glücklich. Ich hau erst die Kleinen kaputt, ganz ehrlich. Habe ich eine Reduzierung? Oh, 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 was macht das denn? Poison Damage. Okay, weil ich so, wenn man so wenig Schaden gegen Johannes, ist auch noch ein Champion, deswegen. Da ging es vor allem darum, dass ich die kaputt haue, damit ich mich mit ihm besser auseinandersetzen kann. Ohne, dass alle auf mir rumschlagen. Und wir haben ihn durch unser, weil er, wir haben ihn geschafft, ihn zu stunnen, was natürlich geil ist. Ja, schon, es ist nicht mehr viel. Quest complete, sehr geil. Gibt uns direkt mal gute Sachen, die wir hier alle mitnehmen. Ein bisschen Geld noch und ganz viel Monster auch zu tot hauen, die ich, was ich auf jeden Fall noch machen werde. Versuchen wir, die haben, jetzt haben sie mich gestunnt. Denn prinzipiell habe ich gerade ein bisschen Nachholbedarf, was Quest, was Erfahrung angeht. Und ich möchte gerne das hier haben. Das sind nämlich Plans. Und dann gucken wir erstmal, was wir hier haben. Bastard Sword klingt natürlich geil. Zählt aber leider als Zweihandschwert. Mist. Die Stiefel sind cool.
Das ist natürlich nicht so wild. Das auch nicht. Was könnt ihr? Light Intensity, das ist natürlich interessant. Aber wir bleiben bei denen, die wir haben. Und das nehmen wir. Oh. Was gibberisch. Normalerweise hat man auch eine Chance darauf, eine Quest zu finden, die man dann halt dementsprechend lösen kann. Weißt, wofür es sich dann halt lohnt, eigentlich sich überall umzugucken, weil man dann halt solche Quests bekommen kann. Aber ich wollte halt nicht jeden Raum stundenlang durchprügeln, weil man kann natürlich viel Zeit damit zubringen, einfach sich von Raum zu prügeln und alles mitzunehmen. Oh, wir haben wieder was geöffnet, was cool war für uns. Da haben wir wohl mit unserer Dexterity jetzt hier bessere Chancen. Und dann schauen wir doch mal, was hier noch so kommt. Barrels, Barrels, Barrels. Ja, das ist nicht so spannend. Kann ich ja eigentlich schon fast wieder zurück, so viel Loot, wie ich in der Tasche habe. Ups, das war eine Falle, das war ja weniger klug. Wo haben wir noch? Da unten geht noch was weiter. Da ging es wieder hoch, da hinten war der Teleporter, ja. Merken wir uns mal. Kann ich hier noch gucken, ob hier noch etwas ist? Es ist aber nicht. Dann nehme ich die schon mal mit. Weiß ja nicht, was ich noch so zum Verkaufen finde. Prinzipiell nicht verkehrt, da lieber mehr mit zu haben. Oh, das kann ich kaputt hauen. Ich weiß nicht, ob das etwas bringt, aber ich mache sowas immer gerne mal. Und da sind wieder Gegner. Da ist sogar ein Champion dabei. Sehe ich schon, das sind wieder diese Umrandung. Diese kleine Grüne, die da drüber schwebt. Zum Glück können wir uns das ja ein bisschen schneller machen. Und wir haben Dirk gefunden. Dirk scheint eine Waffe zu sein. Ein Dolch oder so. Type Dagger, ja. Macht aber mehr Schaden, ist schneller. Crushing Blow. Legen wir also die entsprechend auf jeden Fall an, weil mehr Schaden ist für uns ja nicht verkehrt. Ja, und das ist halt Zweihänder, das kann ich nicht tragen. Prinzipiell sieht es natürlich ein bisschen affig aus, wenn wir Dolch und Schild zusammentragen, aber wenn es effektiv ist, sage ich ehrlich nein. Und bisher ist es das wohl. Auf jeden Fall sind wir nochmal ein gutes Stück schneller, was ich sehr cool finde. Wir können hier noch etwas weglegen, was ist hier, ihr seid ja quasi nichts wert, damit wir das noch mitbekommen. Und können auch das noch... ich wollte das nicht kaputt machen, verdammte Axt. Da haben wir nämlich schon wieder Dinge. Lassen wir den mal hier und nehmen die Rescue Note mit. Das haben wir nämlich die Quest auf Stufe 11. Müssen wir immer, auf Ebene 11 müssen wir jemanden retten. Warum blinkst du? Ich habe noch einen Punkt über. Aber ich würde sagen, wir dürften auf dieser Ebene ziemlich komplett durch sein. Deswegen werden wir jetzt mal wieder raus teleportieren. Quest abliefern. Was ist das eigentlich? Ne, das kann man nicht einsammeln. Ist hier noch etwas Spannendes? Es gibt noch eine Tür. Das ist prinzipiell nicht verkehrt, da reinzugucken. Weil da hätte halt, wie gesagt, auch ein Goldschatz hinter warten können. Ist da noch was? Noch eine Tür. Doors locked. Dann schlagen wir uns da mal durch. Auch wenn wir diesen Surprise-Abzug bekommen auf Defensive Attack, weil die Leute mitbekommen, dass wir Krach machen, denke ich mal. Aber immer noch eine Small Chest. Muss sein, die Kampfgeschwindigkeit von dem Dolch gefällt mir schon. Sowas mag ich ja mal gerne. Treasure Finding Elixier, das nehmen wir mit. Dafür, ach ne, da haben wir schon eins von. Das heißt, wir können noch ein zweites davon ohne. Können wir nicht, Mist. Dann lassen wir sowas hier. Ach, weil das verschiedene sind. Erhöhte Chance und 5 Minuten, 5 Minuten. Das werden wir auf jeden Fall mal einsetzen. Das ist ziemlich nice, das ist erhöhte Loot-Chance. Kann man im Prinzip hier nichts mit verkehrt machen. Aber jetzt rennen wir erstmal wieder zurück. Einmal am Schmied vorbei. Oh, das muss ich noch identifizieren. Das kann ich schon mal alles verkaufen. Wo konnte ich das eigentlich nicht haben, weil mir Stärke fehlte? Ja, dann werde ich der Stärke erstmal nicht hinterher rennen. Also die Sachen nicht aufbewahren, bis ich genug Stärke habe, sondern erstmal verkaufen. Was interessant wird, werde ich schon noch bekommen. Wir können mal wieder reparieren. Wir haben jetzt auch mittlerweile was an Geld zusammen. Da sieht man schon, klassische Umrechnung Silber, Kupfer, Gold, jeweils in einem 100er-System. Und da haben wir wenigstens mittlerweile was. Und hier könnten wir, mal auf meiner Hier nehmen wir noch unsere kleinen Heiltränke, das muss reichen. Interessant ist gerade er hier. Das haben wir erfüllt, dafür kriegen wir gute Erfahrung und Reputation. Es gibt uns ein Level-Up. Wobei man halt hier sieht, ich gehe mehr auf Dexterity als auf Strength. Und habe hier wieder 3 Punkte. Das heißt, ich könnte mich hier was holen. Und die Verwundung, was war das hier?
Of damage and has a good chance to fall a critical hit. Das klingt nämlich auch nicht schlecht. Adds Mana. Was ist das denn? Mana needed 0. Requires one. Stealth, enemy blocked, enemy parried, enemy deflection. Aha. Ich hole mir das mal. Und wenn ich mir das hier mit reinlege, kann ich es wahrscheinlich nicht nutzen. Ich werde es erstmal damit reinlegen für meine zweite Maus. Die kann ich, zweite Taste für die Maustaste. Für die rechte, dass ich hier durchgehen kann. Ich habe die Befürchtung, dass ich das immer dann machen kann, wenn der Gegner gerade abgelenkt ist. Das werden wir aber erst beim nächsten Mal rausfinden. Denn für diesen Part machen wir hier heute Schluss. Haben wir schon wieder gut was geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter das Manus Mausoleum heimsuchen und die Monster daran vermöbeln. Bis dann, Leute. Macht's gut.